wichtige Änderungen im Juni 2023 für Rentner und Arbeitnehmer. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Im Monat Juni 2023 stehen wieder wichtige gesetzliche Änderungen an. In diesem Beitrag oder in diesem Video zeige ich Ihnen, was eigentlich geplant ist ab Juni 2023. Starten wir einfach mit den Änderungen. Los geht's. Die erste Änderung. Die Rentenerhöhung 2023 startet im Juni schon mal so richtig durch. Die Deutsche Rentenversicherung und ihre Regionalträger und der Postrentenservice der Deutschen Post lassen die Drucker auf Hochtouren laufen, meine Damen und Herren. Für 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner wird es die neuen Rentenbescheide, die sogenannten Rentenanpassungsbescheide geben. Also die werden dann kommen ab Mitte Juni 2023 bis Ende Juli 2023 werden diese Rentenanpassungsbescheide dann an die vielen Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland und im Ausland verschickt. Zweite Änderung. Der Bundesrat wird am 16. Juni 2023 in seiner 1034. Plenarsitzung die Rentenwerterhöhung als Verordnung der Bundesregierung beschließen. Ohne diesen Beschluss kann die Rentenerhöhung 2023 zum 1.7.2023 rechtlich nicht umgesetzt werden. Wie jedes Jahr bei einer Rentenerhöhung wird erwartet, dass der Bundesrat die ganze Sache so durchwinkt. Dritte Änderung. Der erleichterte Zugang zum Kurzarbeitergeld läuft Ende Juni 2023 aus. Die Bundesregierung hatte den erleichterten Zugang zum Kurzarbeitergeld noch einmal um 6 Monate verlängert bis zum 30. Juni 2023. Das stabilisiert den Arbeitsmarkt und schafft Planungssicherheit für Unternehmen, so die Begründung der Bundesregierung. Also am 30. Juni 2023 ist Schluss mit dem erleichterten Zugang zum Kurzarbeitergeld. Vierte Änderung. Die Lebensmitteilungen für einige Millionen Rentnerinnen und Rentner, die im Ausland leben und eine deutsche Rente beziehen, stehen wieder an. Mit den Rentenanpassungsbescheiden, die im Zusammenhang mit der Rentenerhöhung 2023 rausgeschickt werden, kommen auch oft die Lebensmeldungen. Die werden als Formular sozusagen mitversandt. Und wer diese erhält, sollte den Teil A der Lebensbescheinigung prüfen und unterschreiben. Und dann mit dem Teil B im Ort, in dem er lebt oder in dem Staat, in dem er lebt, dann amtlich beglaubigen lassen. Und dann dafür sorgen, dass die Lebensbescheinigung an den Deutschen Postrentenservice nach Leipzig versandt wird. Fünfte Änderung. Diese Änderung wirft sozusagen schon mal einen Schatten im Juni 2023 auf viele Millionen Rentnerinnen und Rentner voraus. Das ist die Änderung des Pflegebeitrags und der kann sich sogar schon in den neuen Rentenanpassungsbescheiden, die im Juni 2023 wegen der Rentenerhöhung zum 1.7.2023 verschickt werden, auswirken, meine Damen und Herren. Denn mit der allgemeinen Erhöhung des Pflegebeitrags wird sich auch der Auszahlungsbetrag der Rente ändern. Diese Regelung wird sicher schon im Juni 2023 in den neuen Rentenbescheiden umgesetzt, obwohl der Pflegebeitrag erst zum 1.7.2023 um 0,35 Prozentpunkte steigen soll. Die Erhöhung des Pflegebeitrags soll Mehreinnahmen in Höhe von 6,6 Milliarden Euro für die Pflegekassen als gesetzliche Pflegekassen generieren. Sechste Änderung. Mitte 2023 soll nach Auskunft der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, KBV genannt, das E-Rezept endlich umfassend eingeführt werden. Das Einlösen von elektronischen Rezepten per Gesundheitskarte soll laut der Gesellschaft für Telematikanwendung der Gesundheitskarte MBH, kurz Gematik genannt, ab Mitte des Jahres 2023, also so im Juni 2023, endlich dann für alle deutschen gesetzlichen Versicherten möglich sein. Damit dürfte die Akzeptanz des E-Rezeptes deutlich steigen und der stufenweise Rollout
kann fortgeführt werden. Vergessen Sie bitte nicht, am 30.06.2023, das ist ein Freitag, wird die Rente für den Monat Juni oder für die Rentner, deren Renten vorschüssig gezahlt werden, für den Monat Juli 2023 ausgezahlt. Der Freitag, der 30.06.2023, ist ein ganz normaler Bankarbeitstag. So, meine Damen und Herren, dies soll es mal gewesen sein mit den Änderungen im Juni 2023. Für alle Fußballfans noch, am 10. Juni 2023 steigt in Istanbul das Champions League-Finale mit hoffentlich spannenden Ausgang. Wir hoffen, dass in diesem Video auch etwas für Sie dabei war und wünschen Ihnen einen wunderbaren und schönen Start in den Juni 2023. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen, wie immer, eine rentenstarke Woche. Ihr Rentenberater und Rechtsanwalt Peter Knöppel.